Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geek Talk Daily. Heute am Dienstag, dem 26.02.2019, mit der Folge so. 570. Achim. Ja, heute haben wir dabei die Sparkasse. Noch zwei Tage. WhatsApp. ThinkPad X390. Oppo. Switch. LG V50. 1 TB. Und Husqvarna. Genau, Achim, unser zweiter Tag Mobile World Congress ist zu Ende. Wir sind am Ende und machen noch schnell die Daily und gehen ins Bett. Ganz genau so machen wir das. Und ihr seid am frühen Morgen und habt hoffentlich einen guten Start in den Tag. Beginnen wir, tun wir jetzt mit der Sparkasse. Genau, denn da gibt's wieder neue Gerüchte. Anscheinend sind die mit Apple im Gespräch und in, wie es in vielen Medien heißt, positiven Gesprächen. Ja, vergessen wir nicht, das ist die Sparkasse, die mit ihrer Insellösung auch versucht hat, Politik zu machen, dass Apple sich doch bitte öffnen möchte, sprich die NFC-Schnittstelle öffnet, was schon an Naivität schon nicht zu überbieten ist. Ich selber bin eh kein großer Freund der Sparkassen aus persönlichen schrägen Erfahrungen, wie ich es ja auch schon ein paar Mal im Geek Talk in der großen News-Folge mal, glaube ich, kundgegeben habe. www.geektalk.ch/tag/Sparkasse. Ich glaube, da ist die eine oder andere Folge mit drin. Alles klar. Aber warten wir mal ab, was die Sparkasse jetzt wirklich macht. Genau. Ansonsten ist dann wieder Apple schuld. Ja, ja, immer. Genau. Apple nicht schuld ist im folgenden Fall, noch zwei Tage könnt ihr ab heute, bis und mit Donnerstag, also Mittwoch und Donnerstag, mit in Berlin mit Bus, Bahn kostenlos fahren, wenn ihr halt Apple Pay oder Google Pay benutzt. Und die sind in einer Kooperation, im Endeffekt über Mastercard, mit der BVG, also den Berliner Verkehrsbetrieben. Und wenn ihr da entsprechend euer Ticket dann mit Apple Pay, Google Pay und einer verknüpften Mastercard bezahlt, könnt ihr umsonst Bus und Bahn fahren. Liebes Mastercard, ich hätte gern mein GEA bezahlt über euch mit und so. Nee, mach das mal in der Schweiz, wäre cool. Definitiv. Dann haben wir eine schöne Geburtstag. Eigentlich sollten wir jetzt ein Ständchen singen, das lassen wir sein. 10 Jahre. WhatsApp. Braucht es da mehr zu sagen? Ja, also ich hätte jetzt auch gar nicht mal gewusst. Ich habe, glaube ich, WhatsApp, gefühlt. Ich hätte es gefühlt 2008, 2009, da waren sie ja sogar über 10 Jahre alt, kennengelernt, weil mir das irgendwie jemand mal erzählt hat, wahrscheinlich um so 2010 rum. Mhm. Ja, also irgendwie, aber am Ende des Tages denkt man, die sind eh schon seit ewig dabei. Ewig da, genau. Internet ewig halt. Ganz genau so. Ja, ich bin gefühlt seit erst 3 Monaten wirklich dabei. Ich war lange Verweigerer, hab's von Anfang an, aber war lange Verweigerer. Also von dem her, ja, Happy Birthday. Happy Birthday, WhatsApp. Genau. Dann haben wir einen kleinen Tipp bekommen vom Steffen, Kollegen von dir. Genau, der Steffen hat es aufgetan. Auf der Nintendo Switch, generell ja auch eine Spielekonsole, wo gern mal drauf gehackt wird. Auf der kann man mit einem Mod jetzt Android Q laufen lassen. Zumindest in der relativ abgespeckten Version. Muss dazu sagen, Android Q ist ja das kommende Android, noch sehr Wurstel und genau, aber es funktioniert und das ist ein Riesenfortschritt, weil das war von Anfang an der Plan von vielen Hackern, dass das Ganze da drauf zu machen und modern das Ganze drauf zu spielen. Und jetzt funktioniert's und es scheint, als ging es dann in Zukunft. Genau, ist aber trotz allem natürlich auch was, der Spielerei, was für Leute, die da einfach Spaß Geeks, dran haben. Geeks, die gerne, genau. Bisschen modden. Soll ihm gegönnt sein. Dann haben wir schon viele gesehen und jetzt kommt der nächste. Oppo ist auch um den Ecken gekommen mit einem gefalteten Smartphone. Ja. Also alle genau. Falten hier auf dem Mobile World Congress, das ist mittlerweile, glaube ich, auch schon auch zumindest ein Running Gag. Gern gemacht das Scherz, wenn dir irgendeiner was vorstellt, dann fragst du, faltet das auch? Kann ich das falten? Zumindest du und ich fragen das hier und überall. Ist ein guter Icebreaker irgendwie. Ja. Hier. Also wir haben ja auch bei Energizer ein faltbares Display gesehen. Genau, das könnt ihr euch in einem Video anschauen, Geek Talk TV, dann, sobald es online kommt. Spannendes, keine Ahnung was. Ja, ganz genau. Speziell an diesem Oppo-Teil ist, es schaut relativ ähnlich aus wie das von Huawei mit dem zusammenklappbaren und so ein überstehendes Teil, womit die rückwärtige Kamera nachher zur Selfie-Kamera wird. Ja, spannend. Dürfen wir beobachten. Ist noch nicht marktreif. Sie wollen schauen, wie sich der Markt entwickelt und ein bisschen ausprobieren.
denke ich, ist nicht eine verkehrte Geschichte. Genau, und wurde halt nicht hier vorgestellt, sondern in China. Die haben sich dann die Fahrtkosten hier, Flugkosten hierüber gespart. Obwohl, sie waren ja hier, sie haben ja einiges ein bisschen gezeigt und auch Kooperationen. Wahrscheinlich, unser lieben Mitbewohner hat herausgefunden, dass das das erste 5G-Smartphone in der Schweiz sein wird. Okay. Sehr wahrscheinlich, über die Swisscom. Okay, haben sie eben nicht die Fahrtkosten gespart, aber zumindest die Transportkosten für das Faltdisplay. Für das Faltbare, genau. Dann gab es Neuigkeiten, die haben wir am Pepcom-Event gesehen, Lenovo. Genau. Die haben ein paar neue Business Notebooks, Convertibles vorgestellt, besser gesagt, ein Convertible, das man um 360 Grad drehen kann, zum Tablet oder eben auch normal zum Notebook wird. Und ja, es ist ein bisschen dünner, es ist ein bisschen schneller und es hat ein paar Sicherheitsfeatures, wie dass man die Kamera zuschieben kann, was ich nicht doof finde. Ja, also ich bin da ja immer sehr entspannt, aber man kennt ja, es gibt genug hier so Plastikaufkleber, um die Kamera zuzuschieben oder auch Leute, die einfach Pflaster drüber kleben. Ja, die können sich auch gleich jetzt ein ThinkPad X390 kaufen, da ist das integriert und dann sind sie zumindest da sicher. Genau, wunderprächtig. Dann würde ich sagen, gehen wir rüber zu LG, die besuchen wir morgen noch. Die haben, hatten wir ja schon, die neuen Midrange, also Mitteltelefone vorgestellt. Mitteltelefone. Mittelklasse-Telefone. Mittelklasse-Telefone, genau. Und jetzt, Achim, das V50. Genau, jetzt gibt es das V50 ThinQ. Ohne 5G. Genau. Ich meine, schön und gut halt, ist jetzt auch nicht so der Brüller. Ich meine, es ist halt ein neues Smartphone mit den üblichen Specs, die man so erwartet. Das Interessante ist bei der ganzen Kiste, es gibt ein Case dazu, was ein extra Display mitblinkt. Und wenn man das Case an das Telefon dran daddelt, dann connectet sich das direkt und man kann das zweite Display benutzen, um beispielsweise eine zweite App nebenan aufzuhaben. Ist mal ein anderer Ansatz in Sachen, sag ich mal, nicht unbedingt faltbares Display, aber aufklappbares, halt erweiterbares Display. Mhm. Und ja, ansonsten natürlich ein solides Gerät. 6,4 Zoll großes Display. Auflösung hier 3120x1440 Pixel. Ja. Gibt's da noch mehr zu sagen? Ich würde sagen, wenn es was zu sagen gibt, werden wir es in der GeekTalk-TV-Folge dann mit reinnehmen. Nee, aktuell nicht. Genau. Nein. Wird es auch eine 5G-Version geben? Ja, es gibt alles in 5G, glaube ich. Genau. Und der beste Stand hat Zeixel, die sind nämlich 5G. Ja, genau. Die haben die Standnummer 5G. Die ist super. Finde ich toll. Dann haben wir auch am Abend an der Pepcom kennengelernt oder gesehen, die neue SanDisk Micro SD-Karte mit einem ganzen Terabyte an Speicher, also richtig viel Platz auf kleinem Raum. Genau, ich meine, im Endeffekt ist es halt, der ist eine Micro-SD-Karte. Ich meine, die sieht halt genauso wie alle anderen. Der Formfaktor bekannt. Spannende Faktor ist halt ein Terabyte und nicht irgendwie 64 Gigabyte oder so ein paar. Das Größte, was ich habe hier in der Kamera, ist eine 256er. Sonst sind es alles 3264er. Genau, ja. 3264, die kann man auch mal schnell eben kaufen und auch gerne verlieren. Das ist noch überschaubares Geld, aber ein Terabyte ist halt schon ein anderes Kaliber. Genau. Hier in Barcelona haben wir schönes Wetter, warmes Wetter im Vergleich zu uns. Und wir waren deshalb auch ein bisschen draußen und haben ein Rasenmäher gesehen. Genau, wir waren im Garten, sag ich mal. Also es gibt halt auch auf der Messe, auf dem Mobile World Congress einen freien Bereich, also einen Gartenbereich mit ganz viel Grün. Und ja, da haben wir dann von Husqvarna den aktuellen Rasenmäher gesehen, also praktisch das Topmodell, den Mercedes-Benz unter den Rasenmähern, der halt, womit kommt der alles? Die Schweden haben da einiges auf den auf den Rasen gelegt. Auf den Rasen gebracht. Genau, hat Allrad, interessanterweise ist er, es hat 4 Räder, meiner hat noch 3 Räder zum Beispiel, deutlich stabiler stehend und auch auseinandergesetzt, damit er besser wendbar ist. Ist extrem leise und man kann ihn per Sprachsteuerung steuern. Also Google und Alexa starten mit dem Rasenmäher, ist da möglich, hat eine offene API. Wer hat das gesagt? Damit auch Hacker, da kann ich mit rumspielen können, kam ich auf komische Ideen, wenn der Hacker dir, dann lassen wir das Thema. Auf jeden Fall offene API und If This Then That Anwendung. Genau, und auch mit dem Allrad und allem kann der halt auch extrem steil hochfahren, das haben wir dann auch sehen können mit einer enormen Steigung
und mäht dann ordentlich vor sich hin mit ganz ganz besonderen auch, glaube ich, hier so nicht Rasierklingen, aber auch schon ähnlich strukturiert. Ja. Mhm. Um dann halt entsprechend einen sauberen Schnitt zu gewähren. Genau. Obscura war eben schon bekannt. Das waren die, die am steilsten hochgehen konnten. Jetzt geht's bis zu 70% hoch und 60 Dezibel ist das Teil leise oder laut. Ja. Anzunehmen an, also. Ich meine, glücklich ist der, der einen 70 Grad schräg hochgehende Rasenfläche hat. In der Schweiz gibt es das durchaus einigen Orten. Genau, das waren die Neuigkeiten vom zweiten Tag, die wir so haben einsammeln können. Ganz genau so. Und vor dem zweiten Tag ist noch der nächste Tag. Morgen kommt der dritte Tag, genau. Also der dritte Tag für uns. Das ist ja der zweite Tag auf der Messe. Von der Messe, genau. Wir sind ja schon länger da. Es gibt ja die Vorevents, von daher, ob der erste, zweite, dritte Tag ist immer Definitionssache. Genau, wir zählen jetzt so. Genau, Werte. Aber egal wie wir zählen, wir hoffen, dass wir morgen wieder euch mit News vergnügen können und wünschen euch einen guten Start in den Tag. Den wünschen wir euch. Bis bald. Okay, bleibt positiv. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.